Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online und zwar mit einer Lösung zu einem Rätsel für die Quest Ein todsicherer Plan. So, und hier steht jetzt ganz viel in diesem Buch als Tipp, was man machen soll, und es geht um Tuvakas Säulen. Und diese Säulen sind an der Türe. An der Türe sind links und rechts drei Reliefe, die man drehen muss, und wenn man die richtig dreht, dann wird sich die Türe öffnen. Ich zeige euch jetzt gleich, wie wir sie öffnen müssen. Und ihr seht auf jeden Fall, hier steht, Tunaska stand im Norden, flankiert von seinen Generälen Akishu und Bulitz. Genauso stand der andere, Narima, auch flankiert von zwei engsten Beratern, Nishak und Puntru. So, das heißt also, die beiden Generäle, die beiden wichtigen, sind flankiert von zwei verschiedenen Leuten. So, das ist eigentlich sehr verwirrend, was da steht, weil hier seht ihr zum Beispiel, der Akishu, der den General flankiert, heißt der Klinge. Ja? Und wenn ihr jetzt hier seht, hier gibt es also einmal so ein Relief und der General muss auf jeden Fall in die Mitte. Das ist schon mal ganz wichtig. Und hier dieser Nishak ist zum Beispiel Stolz. Ja, da steht da Stolz. Aber das, was hier steht, fand ich jetzt gar nicht so wichtig. Hier steht zum Beispiel Puntru der Gelehrte, das heißt, das ist diese Schriftrolle. Und hier die Schlange, die sieht man auch dort hinten. Also, das sind zwar die vier namentlich Bekannten, die angeblich die beiden hier irgendwie flankieren, die beiden, die auf der Türe sind, aber es ist leider nicht so. Ja, also das Rätsel ist leider sehr verwirrend, weil so wie es hier steht, müsste Akishu und Bulitz neben dem einen General stehen. Ist aber nicht so. Es stehen die gleichen neben dem. Das bedeutet, ihr müsst die gleichen Figuren neben den General stellen. Das ist hier einmal diese Vogelfigur und links und rechts muss die Schriftrolle daneben. Ihr seht das auf der Türe, dieser Vogelgeneral hat eine Schriftrolle und der andere General hat ein Schwert in der Hand. Das bedeutet, hier muss an beiden Seiten flankiert die Schriftrolle sein, also links in der Mitte der General, zweimal die Schriftrolle an die Seite. Das ist hier das Wichtige, machen wir es jetzt mal hier. So, und auf der anderen Seite ist es der General und der hat ein Schwert in der Hand, es müssen beide zum Schwert werden, also links und rechts müssen ein Schwert hin, auch flankiert sozusagen. Und so ist die Lösung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like und ein Abo, wenn ja. Und so ist es richtig. Wenn ihr es anders seht, dann, wie gesagt, flankieren. Der Chef muss auf jeden Fall in die Mitte und links und rechts dann immer das, was im Buch steht. Aber ich habe die Lösung jetzt so gehabt. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye. Evil stuff.